Herzlich willkommen hier zurück in dem Sinne in der höllisch glühenden Quatschfabrik. Ja, in der ersten Ausgabe von Der Teufel steckt im Detail habe ich ja darüber gesprochen, ja, wie die Beta so werden könnte. Wie sind meine Erwartungen, was sind meine Befürchtungen und was denke ich in dem Sinne generell über Diablo 4, auch vor allem im Hinblick auf die nächsten Jahre. Und nun habe ich einige Stunden Beta gespielt, einen Charakter auf Level 25, was aktuell die Höchststufe darstellt, Akt 1 durchgespielt, die Story. Und den zweiten Charakter, den seht ihr gerade hier im Hintergrund, den in dem Sinne angefangen, innerhalb weniger Stunden. Und ja, kann also einiges berichten. Trotzdem wichtig, ist es ein Ersteindruck, es kann sich tausendmal was ändern. Ich nehme ja auch Reviews zu Filmen und Serien auf und da sage ich auch immer wieder, es ist halt ein Ersteindruck. Und so wie es bei einer Staffel ist, zum Beispiel von einer Serie wie jetzt The Last of Us, ist es wichtig, und das ist heutzutage vor allem so gedacht, dass man diese Serien generell nicht als in dem Sinne unabhängig betrachtet, was jetzt die einzelnen Folgen anbelangt, sprich Folge 1 ist unabhängig von Folge 2, 3 und so weiter, sondern man sollte die gesamte Staffel als ein Ganzes betrachten. Und ich finde auch, dass das für gerade so ein riesiges Spiel wie Diablo 4 extrem wichtig erscheint. Und von daher plädiere ich dafür, dass man in dem Sinne genau darüber nachdenkt, dass das Ganze in dem Sinne als ein Ganzes zu betrachten ist. Das heißt, das, was wir jetzt zu sehen bekommen haben, ist ein kleiner Anteil von dem, was hinterher zum Release stattfinden wird und vor allem vielleicht zu dem, was es hinterher geben wird. Das heißt, mit DLC, mit Season Pass, mit den Seasons und was auch immer. Aber ja, trotzdem finde ich, kann man sehr viel schnell in dem Sinne dazu sagen. Und ich bin auch der Meinung, dass man das relativ kurzlippig auch rüberbringen kann. Wir fangen jetzt mal an, generell mit so ein paar Kategorien, die ich mir auch überlegt hatte, so basiert ja in dem Sinne auch meine gesamte Coverage. Wir fangen also an mit dem für mich erstmal wichtigsten Punkt. Wie ist überhaupt die Story? Wie ist die Kampagne? Wie fühlt sich die Atmosphäre an? Fühlt es sich ernst an? Fühlt es sich zutiefst traurig an? Was kann man dazu sagen? Und ich möchte auf jeden Fall, habe schon drüber nachgedacht, ob ich das den Talk jetzt nebenbei aufnehme und so, aber ich möchte zu der Story. Und selbst wenn es nur Akt 1 ist und selbst wenn es nur die Beta ist, ich möchte dazu nicht spoilern. Denn kommen wir zu dem ersten wichtigen Punkt. Für mich ist die Story und die Atmosphäre vielleicht sogar die größte Überraschung überhaupt. Also die Story in Verbindung mit der Musik, in Verbindung mit der Ernsthaftigkeit, das ist etwas, was ich so in der Form noch nie gespielt habe. Ich habe Diablo 3 erlebt, ich habe Diablo 2 erlebt. Diablo 2, glaube ich, geht von der Story her am ehesten in diese Richtung. Und man kann wirklich sagen und behaupten, dass Diablo 4 ein ernst gedachtes, ein ernst gemeintes und kein Kinderspiel ist. Also es ist kein Spiel, was ich in dem Sinne 12-Jährigen empfehlen würde. Ich weiß nicht genau, wie die Altersbeschränkung sein wird, ich schätze mal 16 Jahre. Aber das ist definitiv eine harte, harte Story. Und wenn ich, der wirklich viele Serien in letzter Zeit eben auch geschaut hat, um die in dem Sinne auch ein bisschen besprechen zu können, wenn ich sage, dass ich teilweise wirklich emotional gerührt war, dann meine ich das ernst. Und das ist etwas, was ich so nicht erwartet habe. Ohne zu viel verraten zu wollen, finde ich, sieht man relativ schnell in Akt 1 jetzt schon, dass die Story so verläuft, dass wir auf der einen Seite den Erzengel Inarius haben und auf der anderen Seite eben die Dämonin Lilith. Die beiden haben damals Sanctuario, in dem Sinn die Welt gegründet und stehen sich trotzdem extremistisch in dem Sinn gegenüber. Das heißt, vielleicht kann man das so ein bisschen pauschal ausdrücken wie das extremistische Licht versus das extremistische Dunkel. Und die beiden prallen aufeinander und schicken in dem Sinn ihre Herrscharen gegeneinander auf. Oder versuchen die gegeneinander in dem Sinne dacheln und letztlich in dem Sinne Art halt Krieg in dem Sinne umzusetzen. Und das Wichtige ist, die Story sagt von vornherein, es gibt hier nicht eine richtige Seite und eine schlechte Seite. Es gibt nicht das Gute und das Böse. Es gibt keine dualistische Weltanschauung. Es gibt in dem Sinne nur etwas, was eigentlich zutiefst traurig ist, dass nämlich vor allem wir als in dem Sinne als von mir aus kann man sagen, Helden, wir stehen genau zwischen den Stühlen. Ich kann in keinster Weise sagen, dass ich mich Inarius hier nahe fühle.
ich kann natürlich auch nicht sagen, dass ich mir Lilith nahe fühle. Und das Ganze gilt halt nicht nur für uns als Spielerschaft, sondern eben auch für die NPCs. Das sind halt wirklich, wenn man so möchte, Tragödien, die hier gezeigt werden, die auch wirklich in einer Art und Weise dargestellt werden, wie man es wirklich teilweise nur aus richtig harten und ernsten Filmen und Serien kennt. Und wenn ich wirklich halt einen Kloß im Hals hatte, was ich auch wirklich hatte, dann zeigt es einfach nur, wie sehr mich diese Story und wie sehr mich einfach dieses Universum wirklich mitgenommen hat. Und das habe ich so in der Form, gerade in dem ersten Akt, so nicht erwartet. Und damit meine ich nicht alleine die Cinematics, sondern ich meine eben auch, auch teilweise, selbst sogar bei den Sidequests, wo ich gleich noch darauf zu sprechen komme, weil die mag ich nicht so, aber selbst bei den Sidequests, selbst bei den Nebenquests, bei Nebenaufgaben ist es wirklich so, dass da eben auch Geschichten erzählt werden. Das heißt, wenn du dich darauf einlassen möchtest, wenn du das nicht nur als Action-RPG ansiehst mit MMO-Elementen, sondern wenn du wirklich diese Story in dem Sinne ernst nimmst, dann kannst du dich in Anführungsstrichen positiv darin verlieren. Und dann wirst du halt Momente erfahren, auch jetzt schon in Akt 1, die dich mitnehmen. Ich hatte wirklich teilweise Gänsehaut und das finde ich wahnsinnig. Das ist der erste Punkt, den ich ansprechen möchte. Die Story ist meiner Meinung nach herausragend gut. Und es gibt jetzt schon, da kann man glaube ich schon ausgehen, es gibt eben nicht diese klare Auslegung, dieses klare Ziel, wie die Story letztlich verlaufen wird. Ich glaube, da wird es viele Story-Wendungen noch geben. Und ich glaube, am Ende werden wir, so blöd das klingt, werden wir nicht mit einem positiven Gefühl rausgehen. Sondern ich glaube, egal wie das letztlich ausgeht, ob jetzt Lilith besiegt wird oder was auch immer, ich glaube, es wird halt eher so eine Art, wie soll ich das sagen, in der Politikwissenschaft, ich bin ja Politologe, in der Politikwissenschaft wird man von Nullsummenspiel sprechen, das heißt, du hast ja entweder nur den Gewinner oder nur den Verlierer. Und ich glaube, wir als Helden sind aber die, die immer verlieren, egal wer gewinnt, wenn man so möchte. Das finde ich persönlich sehr, sehr nice.